Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Heute wollen wir uns zunächst einmal anschauen, womit wir es überhaupt zu tun haben, wenn wir von Informatik und damit verbunden von Computern reden. Ich möchte dazu ein Konzept vorstellen, das sich symbolische Maschinen nennt und meiner Auffassung nach ziemlich gut erläutert, wie wir mit Informatik umgehen und was Informatik für uns leisten kann. Das ist nur ein allererster Einstieg in dieses Thema. Es wird im Folgenden weitere Videos in diesem Kontext geben, in denen wir uns dann ein bisschen etwas zur Geschichte des Schreibens und des Rechnens angucken. Aber das kriegen wir dann alles später. Zunächst einmal stellt sich die Frage, was ist denn überhaupt Informatik? Fragen wir dazu einmal die Wikipedia, die Quelle allen Wissens, dann erfahren wir, dass die Informatik die, Zitat, Wissenschaft von der systematischen Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen ist. Den Informationsbegriff kann und sollte man jetzt als allererstes einmal hinterfragen. Sind das tatsächlich Informationen, womit wir es hier zu tun haben? Weiter sollten wir dann insbesondere fragen, ob es um die, Zitat, automatische Verarbeitung mit Digitalrechnern geht. So heißt das im Duden der Informatik, den der Wikipedia-Eintrag hier zitiert. Denn auch wenn automatisierte Prozesse weiterhin eine wichtige Rolle spielen, vor allem im Kleinen, werden Computer heutzutage ganz wesentlich interaktiv genutzt. Automatische Verarbeitung mit Digitalrechnern, man nannte das hierzulande früher elektronische Datenverarbeitung, kurz EDV. Daraus ist dann später die Informatik entstanden. Als eigenständige Wissenschaft ist die Informatik jetzt knapp über 50 Jahre alt. Vorher gab es sie nicht, zumindest nicht unter diesem Namen. Wohl aber gibt es natürlich eine Vorgeschichte, die vor allem stark in der Mathematik und der Elektrotechnik, teilweise aber auch in anderen Himmelsrichtungen angesiedelt ist. Etwa im Jahr 1968 war es dann soweit, dass wir von einem Fachgebiet Informatik sprechen können und vor allem, dass es Lehrstühle an den Universitäten gibt, an denen in Informatik geforscht und an denen Informatik unterrichtet wird. Vorher gab es andere Begriffe, wie die schon genannte elektronische Datenverarbeitung, aber dafür gab es in der Regel keine eigenen Universitätsstudiengänge. Die Computer Science in den USA ist schon ein wenig älter, aber auch diese ist etwa in dieser Zeit entstanden bzw. groß geworden. Historisch entwickelt hat sich die Informatik, so sagt die Wikipedia durchaus mit Recht, einerseits eben aus der Mathematik. Mit den Bemühungen, Berechnungen einfacher und zuverlässiger als ein Mensch das von Hand kann, automatisiert durch eine Maschine ausführen zu lassen, werden wir uns hier noch ein wenig beschäftigen. Natürlich ist Mathematik aber viel mehr als Rechnen und so liefert sie uns viele Grundlagen, wobei wir als Informatiker gleichzeitig aber auch einen anderen Anspruch an die Rolle der Mathematik haben. Uns geht es weniger um mathematische Erkenntnisse als vielmehr darum, dass wir konstruktiv tätig sein wollen. Dies ist einer der wichtigen Unterschiede zur Mathematik. Wir müssen konstruieren. Wir sind Ingenieure im weitesten Sinne. Mancher würde auch sagen, dass wir eigentlich gar keine Ingenieure sind, aber irgendwie haben wir auch schon auch etwas Ingenieursartiges an uns, weil wir eben Informatikprodukte erstellen. Das heißt, wir bauen Systeme und diese führen durchaus viele Berechnungen aus. Daher kommt auch letztlich der Begriff des Computers, ein Rechner. Bis in die 1940er Jahre hinein, also bevor Computer als Maschinen gebaut wurden, wurde dieser Begriff übrigens noch für Menschen verwendet, die Berechnungen ausführten, war also in gewissem Sinne eine Berufsbezeichnung. Wenn wir heutzutage an Computer denken, denken wir allerdings meist gar nicht so sehr an einen Rechner. Rechnen ist heute nicht das, was wir als allererstes oder auch hauptsächlich mit Computern in Verbindung bringen, weil wir heutzutage mit Computern kommunizieren, weil wir vielleicht Videos produzieren, so wie ich das hier gerade tue, weil man Videos guckt, weil man Musik darauf hört, weil man das World Wide Web benutzt, um damit auf irgendwelche Ressourcen anderswo auf der Welt zuzugreifen, weil wir Texte damit schreiben. Das eigentliche Rechnen ist zumindest für die meisten von uns eher im Hintergrund. Trotzdem ist dies eine ganz wichtige Grundlage dessen, was wir in der Informatik schon früh gemacht haben. Die ersten Computer sind auch genau zu diesem Zweck entstanden, als man sie ungefähr am Ende des Zweiten Weltkriegs gebaut hat. Im Englischen spricht man auch von Computer Science und ich habe hier mal aus einer Webressource, die hier auf der Folie auch angegeben ist, ein Zitat herausgesucht. Nach der Auffassung dieser Autoren haben wir es heutzutage mit Artefakten der Informatik zu tun, also Dingen, die wir als Menschen produziert haben. Und diese Informatik-Artefakte oder Computational Artifacts, wie die Autoren dieses Beitrags dies dann nennen, bilden eigentlich heutzutage die Grundlage aller möglichen Dinge. Ob wir beispielsweise Facebook oder irgendein anderes soziales Netzwerk benutzen, ob wir es irgendwo auf der Welt mit der Air Traffic Control, also mit Fluglotsendiensten zu tun haben, ob uns auf Wettervorhersagen verlassen, ob wir es mit der Produktion von Autos zu tun haben. Selbst wenn wir ein Auto fahren, nutzen wir solche Artefakte, denn in unseren Autos sind mittlerweile mehr Computer eingebaut, als man sich das vor, sagen wir, 40 Jahren hätte vorstellen können. Und wir nutzen sie auch, wenn wir unser Handy dabei haben. Auch das ist letztlich eben ein Computer, wenn man so möchte, ein sehr spezieller Computer natürlich, der noch zusätzliche Funktionen hat, die die Kommunikation ermöglichen. Aber auch hier liegen wieder Informatik-Artefakte zugrunde.
Man kann feststellen, dass heutzutage Informatik eine wichtige Basis für sehr viele Produkte und Anwendungen darstellt. Insofern stellt sich dann natürlich die Frage, was sind denn eigentlich diese Artefakte, mit denen wir es da zu tun haben und was leisten diese eigentlich im Kern? Im Grunde genommen sind es natürlich Maschinen. Wir bauen diese Dinge, wir konstruieren sie, wir programmieren sie. Das wird ein wichtiger Teil sein von dem, was wir in dieser Veranstaltung machen werden. Traditionell haben wir Maschinen gebaut, um beispielsweise unsere Kraft zu verstärken. Angefangen von einfachen Werkzeugen wie einem Stein, über komplexere wie einen Flaschenzug, bis hin zu einem Bagger oder einem Kran. Dies sind Artefakte, die gewissermaßen unsere Muskelkraft verstärken. Es kann ein Motor sein, der einen Webstuhl antreibt, ein Motor, der in ein Fahrzeug eingebaut ist und uns von A nach B transportiert. Letztlich haben unsere traditionellen Maschinen also irgendwie immer etwas mit der physikalischen Welt zu tun, in der wir uns befinden. Sie ist es, worauf diese Maschinen einwirken. Mit Computern sieht das ein bisschen anders aus. Auch sie sind natürlich Gegenstände der realen Welt, sonst würden wir sie ja beispielsweise nicht hier vor uns stehen sehen. Manche Leute meinen zwar Software, also die Programme, die die Abläufe innerhalb des Computers steuern, sei immateriell, aber das ist hier offenbar nicht der Fall. Ihr könnt aber die Festplatte aus eurem Computer ausbauen und dann werdet ihr feststellen, dass da gar nichts mehr drin abläuft. Also ist auch Software in irgendeiner Weise materiell. Sie hat einen Ort, an dem sie sich befindet. Sie ist irgendwo gespeichert und insofern ist sie durchaus gegenständlich. Der Computer als Ganzes, das Gerät, in dem diese Software ausgeführt wird, ist natürlich erst recht gegenständlich. Manchmal ist er zugegebenermaßen sehr klein oder auch gut versteckt. Im Auto sehen wir ihn meistens gar nicht. Wir nehmen ihn im Normalfall gar nicht wahr, dass sich dort Computer befinden. Bei genauerem Hinsehen und mit ein wenig Überlegung verstehen wir aber natürlich, dass dort vielleicht eben doch ein Computer integriert ist, dass beispielsweise unser Spurhalteassistent dafür sorgt, dass wir nicht versehentlich von der Bahn abkommen oder auf die Überholspur geraten, ohne dass wir das wollen. An allen diesen Stellen setzen wir heutzutage Computer ein. Eine Frage, die sich jetzt aber natürlich stellt, ist, wenn normale Maschinen, also sozusagen konventionelle Maschinen, wie sie die Ingenieursdisziplinen schon lange konstruieren, etwas mit unserer Muskelkraft zu tun haben und unserer physikalischen Welt, in der wir diese Maschinen einsetzen, was haben denn Computer dann eigentlich dort zu suchen? Nun, natürlich kann man sie auch nutzen, um irgendwelche Geräte zu steuern. Aber wenn wir beispielsweise einen Text damit produzieren, wenn wir Berechnungen durchführen oder wenn wir ein Stück Musik auf dem Computer komponieren, dann ist der entscheidende Punkt wohl weniger, dass wir damit physikalische Arbeit unterstützen. Vielmehr ist es so, dass wir auf irgendeine Art und Weise unsere geistige Arbeit damit unterstützen, weil wir auf einmal in der Lage sind, mit diesen Dingern Aufgaben auszuführen, die wir ohne sie nicht oder nur mit größerem Aufwand durchführen könnten. Nehmen wir zum Beispiel eine einfache Multiplikation, 3954 mal 2698. Wer von uns bekommt denn eine solche Multiplikation ohne jegliches externes Hilfsmittel hin? Wir brauchen dafür nicht unbedingt einen Computer. Wir werden später in einem weiteren Video noch sehen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass wir so etwas zunächst ohne und nunmehr mit Computern berechnen können. Aber im Kopf kriegen es die allermeisten von uns jedenfalls nicht, denn wir brauchen irgendwie externe Hilfsmittel. Diese Artefakte, Artefakte der Informatik, aber auch generell Artefakte, wie wir noch sehen werden, dienen uns in dem Sinne als ein externes Hilfsmittel, man kann sagen als ein externes Gedächtnis, in dem wir etwas ablegen können. Wir können es auch transportieren, wir können es von A nach B tragen oder auch an jemand anderen übergeben. Wir können es über die Zeit aufbewahren, also zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen. Aber es ermöglicht uns auch, bestimmte Operationen, wie zum Beispiel eine solche gar nicht mal so komplizierte Multiplikation, durchzuführen. Das ist etwas, das wir oder zumindest die meisten Leute ohne ein solches Hilfsmittel nicht hinbekommen. Und selbst die, die das ohne können, haben irgendwann mal solche Artefakte gebraucht, um in diesen Zustand zu kommen, dass sie es jetzt können. Auch die größten Rechengenies haben irgendwann einmal diese Hilfsmittel benutzt und wären sonst nie dazu gekommen, dass sie die Berechnung nun ohne ein solches durchführen können. Dazu werden wir uns, wie gesagt, in einem späteren Video noch ein bisschen was angucken. Was führt aber denn nun dazu, dass wir Computer zur Unterstützung geistiger Prozesse nutzen können? Und für welche Aufgaben können wir sie nutzen? Ich möchte hier ein Konzept vorstellen, das versucht, die Rolle von Computern zu beschreiben. Oder generell von Formalismen, sollte man allgemeiner sagen. Denn das ist erstmal die Grundlage, die wir brauchen. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Das Konzept ist ein Ansatz, um zu erfassen, was ein Computer für unsere geistigen Prozesse leistet. Es stammt von Sibylle Krämer, die es entwickelt und in ihrem Buch Symbolische Maschinen, erschienen 1988, ausführlich dargelegt hat. Sibylle Krämer sagt, dass wir im Grunde genommen, wenn wir externe Repräsentationen verwenden, also beispielsweise Zahlen oder Schriftzeichen, die wir auf Papier notieren, oder Kieselsteine, die wir auf einem Tisch verschieben, mit Symbolen arbeiten. Die Begriffe Symbol und Zeichen verwendet sie dabei synonym, das heißt, anders als in der Semiotik unterscheidet sie hier nicht, weil das für ihre Überlegungen hier keine Rolle spielt. Wir können mit diesen Symbolen dann rein formal hantieren, wodurch es uns gelingt, Probleme von geistiger Arbeit zu entlasten. Greifen wir das Beispiel der Multiplikation von eben noch einmal auf. Die Multiplikation ist, so sollte man annehmen, mit einem gewissen Maß an geistiger Arbeit verbunden, das wir leisten müssen, um die Berechnung durchzuführen. So empfinden es jedenfalls die meisten Leute, denen man eine solche Aufgabe gibt, auch wenn wir ihnen einen Stift und ein Blatt Papier als Hilfsmittel zur Verfügung stellen.
Tatsächlich können wir aber dadurch, dass wir die Multiplikation auf einen formalen Symbolgebrauch zurückführen, indem wir nämlich beispielsweise eine schriftliche Multiplikation durchführen oder ein anderes Verfahren anwenden, wofür wir hier noch Beispiele kennenlernen werden, diesen Prozess leichter und letztlich auch zuverlässiger durchführen und entlasten uns damit von geistiger Arbeit. So müssen wir uns nicht mehr so viele Zwischenergebnisse merken, wie das eben notwendig wäre, wenn wir eine solche Multiplikation wie 3954 mal 2698 durchführen wollen. Die Problemlösung wird also formalisiert und im Kern folgen wir lediglich noch einer mechanischen Prozedur, bei der wir mit Symbolen oder genauer gesagt Symbolismen als einem System von Symbolen umgehen. Wenn wir eine solche schriftliche Multiplikation durchführen, arbeiten wir also eigentlich ganz analog zu einer Maschine. Wir arbeiten eine mechanische Prozedur ab, indem wir genauen Regeln folgen. Das wollen wir uns später hier im Rahmen dieser Vorlesung noch angucken. Nehmen wir uns das Beispiel der Multiplikation noch einmal vor. Was haben wir denn da? Wir haben sozusagen ein Alphabet. Das wären unsere Symbole, die wir auf Papier notieren. Die Buchstaben unseres Alphabets sind die Ziffern von 0 bis 9, sowie die Operatoren, in unserem Fall das Zeichen für den Multiplikationsoperator, also beispielsweise ein Punkt oder ein Stern. Aus diesen Buchstaben können wir Wörter formen. Ein Wort wäre 3954, bestehend aus den Ziffern 3, 9, 5 und 4. Ein anderes Wort wäre 2698, bestehend aus den Ziffern 2, 6, 9 und 8. Eine Zahl besteht also aus Ziffern, wie ein Wort aus Buchstaben besteht. Eigentlich sind Zahlen sogar sehr einfache Wörter, wenn man so will, denn jede Kombination der Buchstaben, allerdings nur der Ziffern, ist sinnvoll, im Gegensatz zu Wörtern einer Sprache, wo das Wort Wurzelgrimpf eher wenig Sinn ergibt. Nun können wir aus diesen Wörtern gewissermaßen einen Satz bilden. Und da gibt es dann schon gewisse Einschränkungen, wie eine gültige Notation einer Multiplikation aussieht. Wir betrachten hier nur die Multiplikation von zwei Zahlen, sodass ein korrekt gebildeter Satz, also aus einem Wort besteht, das nur Ziffern enthält, gefolgt von dem Zeichen für den Multiplikationsoperator, gefolgt von einem weiteren Wort, das wieder nur Ziffern enthält. Ob ein Satz korrekt gebildet ist, können wir ganz formal feststellen, dafür braucht es keine Intelligenz. Aber es geht noch weiter. Wenn wir feste Umformungsregeln haben, und die haben wir alle in der Schule in Form des Verfahrens zur schriftlichen Multiplikation kennengelernt, können wir sogar die Berechnung selber als einen komplett formalen Prozess behandeln, bei dem wir ohne Sinn und Verstand rechnen können, indem wir schlicht und ergreifend Dienst nach Vorschrift machen, also die Regeln des Verfahrens befolgen. Dafür müssen wir lediglich das kleine 1x1 beherrschen. Und genau genommen noch nicht einmal dieses, denn wir könnten uns das in einer kleinen Tabelle notieren, die wir auf dem Tisch vor uns liegen haben. Und obwohl wir nur diese kleine Tabelle haben, können wir mit Hilfe des Verfahrens beliebig große Zahlen miteinander multiplizieren, indem wir die einzelnen Ziffern miteinander multiplizieren und dann die Teilergebnisse in geschickter Weise, aber eben wieder rein formal, wie in der Schule gelernt, untereinander schreiben. Abschließend müssen wir noch eine Addition ausführen, aber auch die können wir in derartiger Weise formal beschreiben. Wir haben also die ganze Zeit einfach nur Zeichen auf dem Papier hin und her geschrieben, also abgeschrieben, an bestimmten Stellen neu hingeschrieben und nur noch ganz elementare Operationen wie eine Multiplikation im kleinen 1x1 oder das Ablesen in einer Tabelle durchgeführt. Wir werden später im Rahmen dieser Vorlesung noch sehen, wie wir auch dies noch einsparen können, indem wir ein anderes Verfahren verwenden und dann, wie wir auch noch die Addition so weiter vereinfachen können, dass von der geistigen Arbeit nichts mehr übrig bleibt und die Berechnung des Produkts zweier beliebiger Zahlen und auch so manches andere zu einem rein mechanischen Umgang mit Zeichen wird und damit an eine Maschine delegiert werden kann. Das ist, wenn man so will, das Geheimnis des Computers. Wichtig ist dabei, dass man sich strikt an die Regeln hält und diese müssen wir dann dafür natürlich klar und unmissverständlich aufschreiben. So sorgfältig und unmissverständlich, dass dabei nichts schiefgehen kann. Das ist alles andere als trivial, auch das werden wir noch sehen. Krämer überträgt diesen Ansatz von der Multiplikation auf andere Formalismen, mit denen wir umgehen. Wo immer wir also eine formale Methode angeben können, machen wir eigentlich nichts anderes, als dass wir regelhaft operieren mit Zeichen, die zwar letztlich interpretiert werden und denen eine Bedeutung zugeschrieben werden kann und in der Regel auch sollte, im Rahmen des Prozesses aber bedeutungsfrei sind. Der Prozess kann unabhängig davon erfolgen, wofür die Zeichen stehen, sogar unabhängig davon, ob sie überhaupt für irgendetwas stehen. Ob wir die Ziffern nutzen, wie wir sie typischerweise kennen, die sogenannten arabischen oder indisch-arabischen Ziffern, die wir üblicherweise hierzulande verwenden, ob wir stattdessen irgendwelche Buchstaben nehmen, ob wir stattdessen irgendwelche Steinchen nehmen, wobei wir einen Stein haben, der für die 1 steht, einen, der für die 2 steht, einen dritten, der für die 3 steht und so weiter, ob wir dafür Strom an- bzw. Strom aus verwenden, was auch immer wir an Zeichen dafür verwenden, ist vollkommen egal. Die Zeichen an sich sind komplett bedeutungsfrei und wir haben dann anschließend Regeln, die sich nur auf die wahrnehmbare Gestalt dieses Zeichens beziehen. Wir müssen die Zeichen auseinanderhalten können, dürfen also nicht zwei Zeichen miteinander verwechseln. Wenn wir eine 8 nicht von einer 7 unterscheiden können, dann haben wir ein Problem.
Wir beziehen uns dann ausschließlich auf die wahrnehmbare Gestalt der Symbole. Und was wir nun machen, das hatte ich in der Einführung schon angedeutet, ist ein sinnfreier Umgang mit eben diesen bedeutungsfreien Zeichen. Erst im Nachhinein gewissermaßen, wenn wir die Rechnung durchgeführt haben, ist es an der Zeit, dass wir uns fragen, was wir denn da jetzt eigentlich gerechnet haben. Ist die Rechnung, die wir da gerade durchgeführt haben, denn sinnvoll gewesen? Das sollten wir uns durchaus auch vorher schon fragen, aber hinterher insbesondere auch noch einmal. Das Ergebnis können wir dann interpretieren und wissen dann hoffentlich auch, ob es sinnvoll war, was wir da gerade gerechnet haben oder nicht. Korrekt rechnen heißt dann in diesem Sinne immer, dass wir tatsächlich alle Regeln korrekt angewendet haben, also alle Regeln an der richtigen Stelle und in der richtigen Form angewandt haben. Das heißt, wir machen keine Fehler im Formalismus und wir vertun uns dabei nicht. Nur dann ist die Rechnung korrekt, aber, und das ist der entscheidende Punkt, dann ist die Rechnung auch garantiert korrekt. Während der Rechnung, während der Durchführung des formalen Prozesses brauchen wir nicht nach dem Sinn und der Bedeutung zu fragen und sollten das auch nicht tun. Ob das, was wir gerade gerechnet haben, dann sinnvoll ist, ist wie gesagt eine andere Frage, die sich nicht innerhalb des Formalismus beantworten lässt. Wir müssen sie uns vorher und hinterher stellen, aber nicht während wir rechnen. Das ist genau das, was ich in der Einführung schon meinte, als ich gesagt habe, dass wir den sinnvollen Umgang mit sinnfreien Zeichen durchführen müssen. Wir operieren eben mit bedeutungsfreien Zeichen nach Regeln, ohne dass wir Sinn und Zweck hinterfragen. Im Grunde verhalten wir uns also wie eine Maschine. Eine symbolische Maschine in diesem Sinn von Sibylle Krämer, wie wir sie hier gerade kennengelernt haben, ist eine theoretische Maschine. Sie besteht zum einen aus einem endlichen Alphabet von Zeichen, im Fall der Multiplikation, also aus den einzelnen Ziffern und aus dem Rechenzeichnen, das für den Multiplikationsoperator steht. Zum anderen aber, und das ist mindestens ebenso wichtig, aus Regeln für das Verknüpfen der Zeichen und der Zeichenketten. Das ist das, was ich eben als Wort oder Satz bezeichnet habe. Also beispielsweise die Ziffernfolge 3954, die dann am Ende für die Zahl 3954 steht, oder auch der gesamte Multiplikationsausdruck, 3954 mal 2698 und Regeln für deren Umformung, wie das eben beschriebene schriftliche Multiplikationsverfahren, wie wir das aus der Schule kennen. Auch diese Regeln sind Bestandteil dieser symbolischen Maschine. Das heißt, die Maschine besteht aus den Daten und aus dem Verfahren, das wir anwenden. Beides zusammen liegt in der Maschine und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum nennt Sibylle Krämer diese Maschine symbolisch? Sie benennt dafür zwei Gründe, die ich hier als Zitat angegeben habe. Zum einen sagt sie, gibt es diese Maschine nicht wirklich. Sie ist eine symbolische Maschine, ein theoretisches Konstrukt, ein theoretisches Konzept, das wir hier vorliegen haben. Es ist keine echte Maschine, die wir gebaut haben. Aber Computer kommen dem sehr nahe, wie wir noch sehen werden. Zum anderen sagt sie, und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, dass diese Maschine nichts anderes macht, als Symbolreihen zu transformieren. Die Zeichen und die Regeln müssen eben selber wiederum formal exakt definiert sein. Computer sind in diesem Sinne dann eben, so sagt sie, Maschinen, die jede beliebige symbolische Maschine imitieren können. Das heißt also, unsere Computer sind im Grunde genommen universelle symbolische Maschinen. Jetzt kann man sich umgekehrt fragen, ob Computer denn auch noch mehr als das können. Aber das ist eine Frage, die ich an dieser Stelle nicht besprechen möchte. Die lassen wir mal für spätere Diskussionen offen. Wir haben also gerade gesehen, dass zum einen unsere externen Repräsentationen als unterscheidbare Symbole vorliegen müssen. Zum zweiten benötigen wir das Verfahren, das wir beschreiben müssen, also die Regeln, nach denen die Operationen auf diesen Zeichen ausgeführt werden sollen. Was aber ist nun erforderlich, damit wir solche Regeln angeben können? Nun, das, was wir als erstes brauchen, ist eine Schriftlichkeit, konkreter gesagt eine Möglichkeit zur Externalisierung. Schriftlichkeit ist in einem sehr weiten Sinn aufzufassen. So wäre zum Beispiel ein Haufen Steine eine Art von Schriftlichkeit. Wir brauchen nur unterscheidbare Symbole. Das können auch Kerben sein, die wir beispielsweise in einen Stock schnitzen. Diese haben natürlich den kleinen Nachteil, dass man sie so schlecht wieder ausradieren kann. Aber wir können, wie gesagt, auch Steine nehmen oder eben grafische Zeichen, wie wir das typischerweise heutzutage machen, indem wir Ziffern auf ein Stück Papier aufmalen. Es kann aber auch eine Kugel sein, die wir auf einem Kugelbrett hin und her schieben. Auch dafür werden wir noch Beispiele sehen. Diese Zeichen sind sogenannte typografische Symbole. Typografisch, denn sie sind eben geschrieben. Zusätzlich muss ein Vorgang schematisierbar sein. Das heißt, er ist nicht auf einen konkreten Einzelfall reduziert. Wenn wir eine solche elementare Rechnung hernehmen wie 5 plus 3 gleich 8, dann ist das immer eine formal richtige Beschreibung für einen Additionsvorgang. Dabei ist es vollkommen egal, was wir gerade addieren, ob Äpfel und Birnen oder Bücher und Teetassen. Was auch immer wir da gerade addieren, ist vollkommen egal. Der Additionsvorgang bleibt formal richtig. Ob der Additionsvorgang adäquat ist für die Situation, also für das, was wir da gerade berechnen, das ist eine ganz andere Frage. Wenn wir nämlich zum Beispiel 5 Liter Wasser und 3 Liter Alkohol zusammenkippen, werden wir feststellen, dass dabei nicht 8 Liter Flüssigkeit herauskommen. Aber das ist nicht die Schuld des Additionsvorgangs, sondern es liegt daran, dass diese Form der Addition für diesen Prozess des Zusammenschüttens von Alkohol und Wasser nicht adäquat ist. Da muss man sich immer überlegen, wie man das stattdessen beschreiben muss. Das haben die Chemiker getan, in diese Diskussion wollen wir hier nicht einsteigen.
Ähnliches gilt übrigens in der Relativitätstheorie beispielsweise, die besagt, dass wenn sich zwei Fahrzeuge entgegenkommen, von denen das eine mit 100 und das andere mit 120 Stundenkilometern unterwegs ist, diese Fahrzeuge sich tatsächlich nicht etwa mit 220 Stundenkilometern aufeinander zubewegen, sondern dass sich die Geschwindigkeiten tatsächlich anders addieren. Auch das erfahren wir aus der Relativitätstheorie und trotzdem reicht die einfache Addition für die meisten unserer Zwecke aus, weil die Abweichungen relativ gering sind. Insofern kann man sagen, egal ob es falsch ist oder besser gesagt, selbst wenn es falsch ist, kann es immer noch eine adäquate Beschreibung sein. Unabhängig davon ist der Additionsvorgang immer korrekt, wenn wir ihn eben so durchführen, wie wir das hier gerade aufgeschrieben haben. Ob er der Situation angemessen ist, ist wie gesagt eine ganz andere Frage. Wichtig ist dann noch, dass solche schematisierten Verfahren reproduzierbar sind. Das heißt, dass wir es mit einem Verfahren zu tun haben, das wir immer und immer wieder anwenden können und das immer korrekt bleibt. Der letzte Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte, bezieht sich auf die Interpretationsfreiheit. Diese haben wir eigentlich gerade schon thematisiert, denn dies bedeutet, dass wir keinerlei Bezug nehmen auf das, wofür die Zeichen stehen. Ob nun die 5 für Äpfel und die 3 für Birnen oder alles für Äpfel oder alles für Birnen oder eben sogar für Bücher oder Teetassen oder was auch immer steht, ist an dieser Stelle vollkommen egal. Die Richtigkeit oder Falschheit des Ausdrucks lässt sich innerhalb des Formalismus entscheiden, ohne dass wir Bezug nehmen auf die Interpretation des Ausdrucks. Warum 5 plus 3 gleich 8 ein korrekter Ausdruck ist, können wir allein aufgrund der Regeln des Formalismus sagen. Das werden wir uns später noch ansehen, wenn wir uns mit dem Thema formale Sprachen beschäftigen. Da werden wir sehen, wie wir entscheiden können, ob es sich bei einem gegebenen Ausdruck um einen formal korrekten Ausdruck handelt. Ob dieser dann sinnvoll ist, ist wie gesagt eine ganz andere Frage. Das soll es als kurze Einführung in das Thema symbolische Maschinen gewesen sein, also ein Ansatz, die Frage zu beantworten, was eigentlich Computer tun. Der Ansatz von Sibylle Krämer ist aus meiner Sicht einer, der das ganz gut erklärt. Also auch von einem theoretischen Konzept her zu erklären, worin die Kraft besteht, die in diesen Maschinen steckt, die wir hier bauen, oder in diesen Systemen, die wir bauen, sollte man vielleicht besser sagen, denn es geht uns nicht um das Gerät, den Computer, sondern es geht uns um die Systeme, die wir mit diesen Computern erstellen und verwenden. Dies ist also ein erster Einblick, was ein Computer vom Grundsatz her leisten kann, in dem Sinne also ein theoretisches Konstrukt zur Rolle dieser Maschinen für die Unterstützung geistiger Arbeit. Wir werden uns im Folgenden anschauen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, denn diese symbolischen Maschinen sind natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern aus irgendwelchen Gründen und zu irgendwelchen Zwecken hat man sie entwickelt. Und man hat dann festgestellt, dass man mit solchen Hilfsmitteln Dinge tun kann, die ohne sie nicht möglich wären. Wir haben ja eben schon gesehen, dass wir schon eine gar nicht mal so komplexe Multiplikation kaum noch durchführen können, wenn wir keine geeigneten Hilfsmittel zur Verfügung haben. Und bei einer gewissen Komplexität ist es uns schlichtweg sogar unmöglich, Berechnungen im Kopf auszuführen oder auch nur uns Dinge sicher zu merken. Deshalb brauchen wir diese Hilfsmittel, die wir im Laufe der Zeit erfunden und weiterentwickelt haben. Dafür sind zwei Entwicklungen besonders wichtig, die unseren Kulturtechniken zugrunde liegen. Nämlich zum einen die Entwicklung der Schrift und zum anderen die Entwicklung des Rechnens. Mit diesen beiden Themen werden wir uns in den nächsten Videos hier beschäftigen. Das war's für den Moment. Tschüss, bis zum nächsten Video.